Guten Tag und hallo zum nächsten Spiel von Rose. Ich spiele gegen Memberle auf der Map hinter feindlichen Linien. Ich habe ihn auch gefragt, ist es okay, dass ich das Spiel aufnehme? Will ja freundlich sein. So, erstmal typischerweise ganz normal hier die Dinger bauen, die Versorgungsdepots. Okay. Ein seltener Zug, was der macht. Das kann natürlich böse werden, aber muss nicht sein. Kommt drauf an, auf was der geht. Die ist halt schweineteuer. Da kann man zwar gute Einheiten bekommen, aber dafür konnte er jetzt halt maximal zwei Versorgungsdepots machen. Ich wäre damit nicht so glücklich. Damit, weil man einfach viel zu wenig Geld hat. Ah, ich hätte lieber den hier nehmen sollen. Mich aber ein bisschen schneller Geld kriege. Ein weniger. Den besetzen. Müssen wir vorbrechen. Die. Oh, dann gehe ich mal ein bisschen aggressiver vor. Passt schon. Hätte ich jetzt einen Rush gemacht, dann wäre der weg gewesen. Weil er hätte niemals in der Prototypenbasis genug Leute haben können. Ah Gott, jetzt habe ich das schon wieder vergessen auszumachen. Schlimm, schlimm. Tut mir leid, Leute. Ah, ich hätte schon wieder da bauen sollen. Verdammt! Er hat jetzt Verbergen gemacht. Entweder hat er mich gehört. Ich weiß jetzt nämlich gerade nicht, ob ich es ausgestellt habe, aber. Ist auch nicht so schlimm. Ich weiß jetzt ungefähr, auf was er geht. Ja, ich überlege gerade. Ach, sie sind viel zu langsam mal wieder. Jetzt hole ich mir den aber. Da sollten die reichen. Jetzt gucke ich mal. Ich weiß ja nicht, wie erfahren dieser Spieler ist, aber ich glaube nicht so sehr. Ist zwar nur Level 9, aber der geht jetzt hier durch und wird jetzt gleich alle seine Raketenfahrzeuge verlieren. Ah, nur Scheineinheiten. Ja, hol ich mal die besseren. Jetzt müsste ich mal gucken, ob das jetzt auch eine ist oder. Aber was ich mal machen könnte, das mal holen. Und eine noch hier lassen. Ein bisschen Micromanagement ist dafür gefordert. Wahrscheinlich wird das dann vernichten. Aber jetzt ist das erstmal meins. 40 Punkte bekommen. Passt. Ich sag doch, jetzt wird das vernichten. Und was hat das mich gekostet? 40 Punkte. Ab nach da. Noch ein Spionagefahrzeug. Zack. Ja, war klar. So, das ist auch noch eine Scheineinheit, die auch. Der jetzt halt nicht.
Ich gehe jetzt da drauf, weil ich jetzt nicht weiß, ob der mich hört. Sage ich das lieber nicht. Weil ich hatte das letztes Mal schon mal das Problem, warum auch immer, dass mich die Leute hören konnten. Das wird auch eine Scheineinheit sein. Weil sonst hättest du schon längst geschossen. Brauche ich das und mal ein schönes Tarnnetz, damit er das nicht weiß. Oh. Ja, böse Panzerabwehr. 88er Flak. Das war jetzt teuer. Aber ich habe trotzdem noch mehr Kohle als der. Ach komm, das werde ich ja wohl noch hinkriegen. Der versucht jetzt mit Infanterie hier in die Dingens reinzukommen, aber das wird er nicht mal annähernd schaffen. Gut, er hat das jetzt halt eingenommen. Nicht schlimm. Dafür habe ich ja gleich bessere Einheiten. Schon ärgerlich. Aber das wird ja nicht mehr lange hier sein. Gucken wir mal rein. Also das lebt bald nicht mehr. Ist auf jeden Fall keine Scheineinheit. Wieder einen davon. Ab rein da. Der hat ziemlich viele Scheineinheiten. So. Ja, davon bauen wir auch mal einen. Wenn wir gleich Sicht haben. Starte ich hier gleich eine große Aktion. Mal gucken, ob der das überlebt. Ich könnte eigentlich die auch mal taggen. Falls das nicht funktioniert. Bisschen schneller machen. Ich werde jetzt gleich noch schnell ein Verwaltungsgebäude bauen, damit ich wieder permanent Geld habe, da ich nicht weiß, wie lange das Spiel noch geht, weil die Aktion könnte hinten gleich fehlschlagen. Also immer etwas in der Rückhand haben. Sehr wichtig. Ah, da hat er wieder den Panzeraufklärer. Nur wenn ich so nah dran gehe, dann haut er mich wieder mit seiner Artillerie weg. Aber gleich wird hier meine Armada starten. Das heißt jetzt so gut wie auf Wiedersehen. Was ist das? Luftschutzbunker. Das sollte eigentlich jetzt nicht passieren. Ah, und das Spiel ist so gut wie vorbei. Das ist das halt, was ich meinte. Ich habe mir jetzt fast seine komplette Basis zerstört. Er hat zwar hier diesen Monsterpanzer, aber halt Preis-Leistung ist grauenhaft. Jedenfalls für den Anfang. Später, im späteren Spielverlauf kann man die auf jeden Fall einsetzen, wenn man Geld hat. Aber jetzt geht gar nicht. Oh.
Hol den weg. Der Panzer soll sterben. Ja, das Spiel ist so gut wie vorbei. Oh, Hauptquartier lebt noch. Auf jeden Fall das Hauptquartier vernichten, damit er jedenfalls nichts mehr bauen kann. Flugfeld. Ja. Ist jetzt nicht so wichtig. Hauptsache, das ist jetzt erstmal weg. Brauche ich jetzt ein paar neue. Das muss jetzt auf jeden Fall erstmal weg. Brauche ich jetzt nochmal ein Verwaltungsgebäude. Der Gegner ist zwar so gut wie vernichtet. Ah, jetzt hat er natürlich meine. Ah, vielleicht, wenn ich es noch hinkriege. Wunderbar. Panzerabwehrbasis brauche ich jetzt nur noch. Weil jetzt hat er keine Gebäude mehr. Beziehungsweise die Beute bringen ihm nichts mehr. Jetzt wird alles auf seinen Panzer gesetzt und das Spiel ist vorbei. Er versucht mich zwar noch ein bisschen zu schaden, aber... GG. War ja auch fies. Hab ich das eigentlich noch gebaut? Mache ich jetzt einfach mal. Puma, Panzeraufklärer. Gegen Panzerzerstörer. Gut, was hat er andere Möglichkeiten? Ich werde ihn jetzt eh die ganze Zeit bombardieren. Aber dann können wir ja schon mal hier die schöne Grafik. Ja, Panzer ist jetzt kaputt. Zerstöre alles. Wie wichtig es ist, sieht man halt der kleinen Einheiten auch seine Augen zu widmen. Nicht direkt auf die Stärksten nur gehen. War ein gutes Spiel. Ich frage ihn auf dem Rematch. Wenn er halt nicht möchte, dann halt nicht. Aber auf Wiedersehen.